sind wir auch schon wieder zurück. Wenn alles klappt, hoffe ich doch. Ihr habt natürlich wie immer eine Menge verpasst. Ist ja klar, eigentlich nichts. Ich habe die Anlage noch ein bisschen gesetzt. Sauerstoff produzieren wir hier auch schon, weil wir festgestellt haben, wir brauchen nur zwei Anlagen. Also lohnt sich es gar nicht, dass wir das irgendwie bei Schnaps abholen. Zumal Schnaps immer so baut, dass er auf Verbrauch und allergisch reagiert, wenn wir in seinem System was abzapfen. Das kann dann dazu führen, dass alles kaputt geht. Ist halt ein bisschen instabil gebaut da unten. Ey. Mann, Schnaps, immer dieses Eigengebrödel. Es sind halt alles nach Bedarf. Es ist halt so unflexibel, wenn man mal halt mehr braucht. Dankeschön, Simon, für deinen Follow und einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Grüß dich. Flüssigkeiten sind halt nicht flexibel. Entweder viskos oder unviskos. Hat man zu viel, verbrennt man's. Hat man zu wenig, baut man mehr. Hat man zu viel? Ist doch ganz einfach, Schnaps. Ganz einfach. Wer hat hier zu viel? Ja, zu viel war nicht, definitiv nicht. So, 50.000. Oh, wir müssen oben noch was ändern. Wir dürfen ja hier nicht Stapel, sondern Mindestanforderung müssen wir machen. Und das müssen wir da oben auch machen. Bietzen, auch dir Dankeschön für dein Follow und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf YouTube. So, nebenbei bemerkt. hier brauchen wir beides theoretisch wegen der Biomasse. Aber es hat bisher immer geklappt mit dem hier, dass der das erkennt. Oh, haben wir schon? Ne, die Kabel haben wir noch nicht verbunden, ne? Genau, das wollte ich ja noch machen, richtig. So, Kabel, Lückkabel. Du dahin. Dann verbinden wir. Jetzt haben wir hier. Brauche hier Rot. Weil den würde ich gerne mit auslesen. Und ich glaube, wir bestellen mehr. Hier passen. Wie viel passen hier rein? 200.000. Ganz ehrlich, dann. Wir haben hier 2, 4, 6, 8. Weil es kann sein, mit 150.000 minus. Und der Zug hat so viel. Flüssigkeiten, ihr wisst ja, ne? So, da ist irgendwo in einem Rohr 0,1 drin. Und dann sind es wieder keine 150.000, sondern 149.000,999999 oder so ein Blödsinn. Und dann kommt kein Zug. Deswegen kann man auch hier einfach mehr anfordern. Und ich würde jetzt einfach die doppelte Menge anfordern. Platz ist ja da. Kein Problem. Jetzt müssen wir noch hier die Pumpen auf Rot setzen. Weil sonst vergeigt mir die Einstellung hier, wenn ich das mit denen da oben verbinde. Und theoretisch können wir dann hier auch einfach dann da drauf. Das dürfte eigentlich das System nicht durcheinander bringen. Das geht hier drauf, das geht da drauf und letztendlich geht das hier drauf. Und wenn ich Pech habe, wird jetzt gleich ein Zug bestellt und dann muss ich losrennen. Oh, vor allem, was mir gar nicht gefällt, ist auch hier die Mindestanzahl. Machen wir mal auf 2. Es kommt kein Zug. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass wir hier unten ziemlich leer sind. Okay, alles klar. Wir sind hier leer. Gut, das erklärt's. So, Leichtölumwandlung in Flüssiggas nochmal erweitert. Sehr schön. So erweitert, dass es reicht. Ja, nur mit Produktivitätsmodulen, nicht mit Geschwindigkeit. Ich brauche Geschwindigkeit und Effektverteiler. Dann geht's ab die Luzi. Schön. Ne, das reicht nicht mehr. Okay, so. Passt auf jeden Fall. Das nervt langsam. Ich packe das mal dahin. Ah, übrigens, all die sich gefragt haben in der letzten Aufnahme, was mit dem Spider-Tron passiert ist. Der lebt noch. Der hat hier unten ein bisschen rumgewütet. Der steht mittlerweile hier. Ja, da hat es Effektverteiler. Ja, das habe ich für Schnaps gepinkt. Ich wollte hier nur nicht reinreden. Alles gut, danke. So, schicken wir den mal los. Schicken wir den mal. Das Blöde ist, ich sehe beim Spider-Tron nicht, wie weit der Akku reicht. Also das Brennstoff-Ding, was da in seinem Generator drin ist. Ich weiß, die Dinger halten lange. Aber ich weiß nicht, wie lange. Es kann natürlich passieren, dass wir irgendwann ankommen. Und dann ist der Saft alle. Und dann wird er halt
aufgeknuspert. Kann passieren. Müsste ich mal wieder gucken. Bei Zeiten. So, das Alkangas kommt hier rein. Bahnhof ist in der Hinsicht falsch rum, aber das ist jetzt nicht schlimm. Machen wir einfach so. Und dann drehen wir das einfach, dass wir von hier aus dahin gehen. Ach komm her. Kann das nämlich weg. Verbunden sind die ja hier hinten. Wenn es funktioniert, das müssen wir gleich checken. Ob es funktioniert. Und da noch ein Röhrchen ran. Da noch ein Röhrchen ran. Und dann haben wir hier, machen wir das gleiche, machen wir auch hier 300.000. Ich will Flüssiggas ohne Ende haben. Das kommt hier hin. Haben wir natürlich jetzt hier das gleiche Problem. Das Schöne ist, und ich hoffe, das werden die nie rauspatchen, dass die Kabel ja gesetzt werden. Das finde ich immer noch schön. Und natürlich hier noch Alkangas. Ich werde es nie lernen. Flüssiggas. Zack, zack, zack. Da ist grün, da ist grün, da ist grün. Und da drauf. So, haben wir ja hier auch nicht drin. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir das irgendwie an den Bahnhof kriegen. So, alles Strom da. Theoretisch ist es hier ready. Das müssen wir mal gucken. Das muss daran. Okay. Das heißt, da und da. Und da und da. Leider müssen wir das selber setzen. Weil das Factorio-Tunnel setzen, haben wir ja schon festgestellt in der letzten Folge. Dass das nicht geht mit Mod-Fließbindern. Aber es ist kein Problem. Ah, doch, es ist ein Problem. Wir haben keine Fließbinder mehr. Das ist ein Problem. So, was macht Spidey? Spidey! Spidey lebt. Spidey wütet. So mag ich das. Dann kann Spidey hier auch noch wüten. So, haben wir theoretisch... Die Züge können rausfahren. Wir können alles liefern. Letztendlich hängt es jetzt einfach nur an der Versorgung hier. Wenn ich mich recht entsinne, passt. Okay, dann modifizieren wir. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen bei Schnaps rumfuschen. Aber das mache ich gerne. Das mache ich gerne. Schnapsi, ich komme zu dir. Wieder fuschen. Ja. Wieder fuschen. Ja. Oh. Warum laufe ich eigentlich? Ich dachte, den Zug auch einfach hierher bringen können. Was will denn jetzt schon wieder pushen? Flüssigkeiten. Flüssigkeiten. Ich fahre mal kurz dahin noch. Das müssen wir natürlich noch gucken, weil wir haben ja überall hier einen Blödsinnsnamen. Hier, das ist hier. Was ist das hier? Das ist nicht Biodünger, das ist. Wir lassen es mal Bio und sagen hier. Salpetersäure. Und ich bin mir sicher, dass man das nicht so schreibt. Könnt ihr mal kurz gucken. Oh, doch, das schreibt man so. Okay, ich bin verwirrt. Aber soll mir recht sein. Und hier war es Flüssiggas. So, schön. Zu Schnaps kommen wir am schnellsten, wenn wir einfach hierher fahren. Wir wollen hier hin, dann fahren wir dahin. Zu diesen ganzen komischen Bahnhofsnamen, weil er nie Bahnhöfe umbenennt. Ups. Ups ist gut. Ich glaube, hast du überhaupt einen Bahnhof, der richtig benannt ist? Ja. Shannon Koger. Bogeyman. Wobei Bogeyman fandest du cool. Bogeyman war cool, ja. Der Spatzer 360. Der Filter Bogeyman und der Filter Bogeyman an. Okay. So, der Zug ist natürlich hier etwas störend. Wir schicken den mal dahin. Ach, der Schnaps hier hat ja einfach die... Hä? Ja, ich verfolge einen Plan. Wird gleich neu gemacht. Ja, aber warum... Was heißt neu? Der ganze Bahnhof, oder? Ja, ich baue meine Smileys dahin. Ne, ich wollte jetzt einfach nur den...
Tank um 1 versetzen. Ach so. Das würde das doch lösen. Der Pump nach oben. Ja. Mach ich. Also du musst doch die Bedingungen umstellen da drinne. Hä? Ich habe größer in kleiner verwandelt. Größer 1000, passt doch. Ja, was? Ich hatte kleiner 1000 eingestellt gehabt. Nö, hast du nicht. Kleiner 1000, kleiner, nee, irgendwas habe ich rausgenommen da. Die Einstellung ist richtig. Gemacht. Die Einstellung ist richtig. Musste es umstellen. Was du immer gemacht hast, es ist immer noch normal. Ja, so. Okay. Jetzt muss ich natürlich hier kurz, das ist klar. Ach, das wird jetzt wieder so ein bisschen dämlich. Darum sieht es so komisch aus. Entweder wir setzen jetzt alle Pumpen. Und zwei nach unten setzen, das Ganze. Wieso? Dann kann ich die Tanks entsprechend versetzen, dann passt das wieder. Achso, also... Einen nach unten, warte mal eben, wenn du einen runtersetzt, so? Ich den Tank so, zwei, einer reicht, und doch, passt schon. Einer reicht. Ja, ist ja gut, ja. Die Drohnen klären. So, und jetzt haben wir hier einfach das... Jetzt ist das getrennt hier, und das ist halt das Wichtige für die gleichmäßige Befüllung, weil durch die Verbindung hier zerschießt es halt die gleichmäßige Befüllung. Das sieht man hier ganz gut, hier, ne, Mitte ist komplett voll, während links und rechts nicht mal ansatzweise gleich befüllt sind. Das merkt man halt direkt. Was haben wir denn hier eigentlich gerade? Wir haben hier maximal 122k gerade drin. Finde ich auch sehr hässlich. So, jetzt müssen wir nur noch diesen Knick hier irgendwie fabrizieren. Theoretisch könnte man natürlich jetzt sagen, ja, dann mach halt so, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das so toll ist, wenn wir das so machen und dann, ne, weil das vermischt sich dann auch wieder. Ach, du hast es direkt da dran geschlossen. Hä? Ich bin verwirrt, Schnaps. Was denn? Wolltest du nicht irgendwas versetzen? Ja, habe ich den Tank hier. Zwei nach unten. Ja, aber das passt doch nicht. Wenn das eine Pumpenstrang, denn nicht, ja. Ist richtig. Es ist der gleiche Strang wie gerade eben. Ja. Du hast doch... Hä? Ich setze mal meine kurz um eins so, wie es passen sollte. Das wäre dann so. Ja. Weg. Sind die zwei angeschlossen und das andere geht jetzt dann weiter? Jetzt musst du halt hier gucken, ne? Das muss halt angeschlossen werden. Ja, ich muss die Verbindung mal eben richtig machen hier. Ja, vielleicht. Alles gut. Ja, kriegst du hin. Kriegst du hin. Ja, ich mach da mal. Ich baue da mal. I trust you. Sicher? Zwangsweise, ne? Das hört sich schon besser an. Jetzt muss ich mal kurz was fragen, weil das habe ich schon in der letzten, beziehungsweise ich habe es nicht angesprochen in der letzten Folge. Es gibt so manchmal so ein paar Mikrofonsachen bei mir. Ich weiß nicht, im TS fällt euch was auf, wenn ich rede? Klingt's anders im Sinne von, dass ihr im Hintergrund ab und zu einen Lüfter hört? Nicht wirklich. Nee, ne? Also ich höre gar nichts. Ja, der Witz ist nämlich, wenn ich rede, wird das abgeschnitten, dann funktioniert dieser Filter in diesem Mikrofon, dass er halt die Hintergrundgeräusche rausnimmt. Aber wenn ich nichts rede und ein bisschen warte, kann es passieren, dass auf einmal der Lüfter da ist. Also nicht wundern. Aktuell kann ich dagegen nichts tun. Ich habe schon versucht, softwaretechnischen Filter zu setzen mit der Dezibel, dass wenn da kleinere Geräusche sind, dass die einfach abgekattet werden. Aber das habe ich schon in der Vergangenheit versucht und da war das Problem, dass er dann doch ein bisschen mal was abgehackt hat von mir. Und das ist dann auch uncool. Deswegen, ich hoffe, das neue Mikro, das unterwegs ist, irgendwann da ist, dass das das Problem quasi löst. So. Da unten war jetzt ja eigentlich gut Ruhe. Ja, mal kurz gucken, umweltverschmutzungstechnisch. Können wir das da noch mitnehmen? Wir nehmen das da mit und dann machen wir ein Shift dahin. Schauen wir mal, ob man das hinkriegt so mit dem Befehl. Alles hängt an dieser Anlage, dass es läuft. Aber theoretisch die Abnahme von diesen seltenen Metallen ist ja schon da. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst, Promi. Was? Mit dem Fließband grün.
Ja, das reicht halt nicht, ne? Krass. Ja, vielleicht im Notfall halt doch dann zwei Bänder setzen, ne? Dann hätte man die doppelte Länge. Ja, aber ganz ehrlich, momentan produzieren wir echt genug. Ja, weil wir voll keinen Verbrauch haben. Naja, ich weiß nicht, wie viel von dem Immersit-Blödsinn wir brauchen später. Okay, sagen wir mal so, ich glaube, du verbrauchst mehr als in Nachtfall das Anlage kommt. Von daher? Ja, würde es auch keinen Sinn machen, die Anlage noch zu verbessern, weil läuft ja dann eh irgendwann leer. Okay. Gut, das ist halt auch schwer zu pimpen, ne? Ach, der Anlage fehlt auch was. Die Anlage arbeitet gar nicht mehr, sehe ich. Also die arbeitet... Nee, warte mal. Hä, jetzt bin ich verwirrt. Was kann ich denn da einspeisen? Hä? Bin ich... Wieso? Die arbeitet doch. Ja, noch, weil sie intern Reserven hat. Hier, hier stimmt was nicht. Ach so, ach, der fehlt ja auch. Die brauchen wir nicht. Doch. Die macht doch die Kristalle. Ach doch, ja stimmt, warte mal, die brauchen wir für die Blau, für die Zieher an. Ach nö. Daraus machst du ja den Staub. Nee. Doch. Ach nee, ach, uns fehlt der Rohstoff, das, okay, haben wir, sind unsere Bahnhöfe leer? Da fehlt irgendeine da fehlt die Salpetersäure für die Kristalle. Ja. Die Kristalle sind was anderes wie der Staub. Aus dem Staub werden ja die Kristalle. Die Salpetersäure kommt gleich. Und die Kristalle brauchen wir wiederum für die türkisen Fläschchen. Für die türkisen Speicherkarten. Ja, ich kam gerade durcheinander, weil die Kristalle in der linken Anlage und die Kristalle in der rechten Anlage sich sehr ähnlich aussehen im Symbol. Nee, das eine kannst du schniefen, das andere bleibt in der Nase stecken. Also, von den Symbolen, von denen ich rede, dieses Symbol, was auf dieser Anlage drauf ist, kann man nicht schniefen. Und, ja. Das Symbol, was aus dieser Anlage reingeht, also nicht was rauskommt, sondern was reingeht, kann man auch nicht schniefen. Klar, das, was rauskommt, kann man vielleicht. Wollen wir nicht genauer eingehen auf diese Thematik, aber lassen wir das. Bin ich gespannt, ob hier... Aber was ich nicht verstehe, die... Chlorwasserstoff verbrauchen wir doch. Wieso verbraucht die Anlage so wenig? Ja, ne? Also echt krass. Man könnte ja meinen, dass wenigstens ab und zu... Läuft das denn auf Vollgas? Na. Doch? Doch, ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich sollte man da auch mal langsam mit Modulen arbeiten. Ja, müssen auch unbedingt rein. Weil ich glaube, dass wir dadurch, dass wir jetzt aus diesen Emersit, also dass wir halt die Platten jetzt machen mit Emersit-Pulver und den seltenen Metallen, ist, glaube ich, der Verbrauch jetzt da. Da wäre sogar die Frage, ob wir eine zweite Anlage benötigen, falls die Module nicht ausreichen sollten. So. Ich muss auch noch neue Anlage, jawohl, neu designen jetzt. Also ich tue ja, ursprünglich hatte ich ja hier vor, eine neue Eisenerzverarbeitung zu machen. Also neues Design. Weg von deinem Design. Ja, ich habe auch schon ein neues Design im Kopf mit Effektverteilern. Mhm. Oder gleich mit der neuen Chemiefabrik. Die neuen Chemiefabriken kann ich dir erst forschen, wenn ich die nächste... Also die Karten, die ich jetzt angehen will, für die brauche ich auch die Batterien. Ja. Und die Zahnräder hast du das recht zügig oder dauert das länger denn? Was meinst? Wenn du die Batterien hast, geht das denn recht zügig oder dauert das denn noch länger? Ich brauche noch die Zahnräder von Dossi, die MRC-Zahnräder. Wenn er jetzt Herstellung davon baut, also die Platten davon sind jetzt auf dem LTN. Alles klar, hab ich kapiert, ich schweiß es mir sofort zu. Zack. Judy, dann warte ich auf die neuen Chemiefabriken. Auch wenn man MRC nicht so schreibt und mich dafür jeder hasst. Immer so schreibt man. So schreibt man vielleicht Emmentaler. Oh. Mit den 2 M. So, ich möchte jetzt mal aber kurz gucken hier oben. Das ist, weil die Anlage ist noch nicht fertig. So, und danach bitte hier drin parken. Danke. Ah, ich weiß.
Warte, wir gucken mal. Ist das. So schreibt man es nämlich auch nicht, so wie es im Chat geschrieben wird. Man schreibt es nämlich mit einem M. Muss ich gerade mal gucken. Wo hab ich's. Oh, ich bin so verplant. Wo war ich denn gerade? Hier, ne? Was habe ich denn eigentlich gerade umbenannt? Ach, nicht umbenannt. Hier. Ah, oh, mein Gott. Oh, mit E und mit Doppel-M. Jawohl, läuft ja. So. Ich weiß. So, jetzt sollte es stimmen. Ah, oh, Jesus. Ich guck mal, dass ich so ein bisschen mit Handcrafting vielleicht die Forschung für Schnapsi durchgeprügelt krieg. Dass wir die Fabriken kriegen? Ja. Weil so ein bisschen Stuff habe ich ja noch rumliegen. Was Zug. Was so angeht. Ah, warum sagt denn keiner was? Komm her, kleiner Zug. Ich war ja noch bei Schnaps gar nicht fertig. Alter, Zug. Ich war bei Schnaps ja noch gar nicht fertig. Gut, fahren wir halt einmal im Kreis. Was soll's? Was ja, der Zong ist okay. Der Zong ist okay. Ich habe vergessen, Flüssiggas irgendwo bei dir abzuzapfen. Achso, ja, dann versuch mal zu zapfen. Mhm. Das große Tanklager steht da. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht voll sein. Nö, und dann danach der Prozess auch nicht. Ah, du speist von unten ein. Okay, ich könnte mich natürlich an das Ding hier. Warte mal, wo kann ich denn überhaupt Bahnhof sitzen? Uff. Zack. Ah, Zug. Wollt ihr auch mal Salpetersäure abholen? Was geht ab hier? Dankeschön für dein Host, Marin. Dankeschön. Bist du im LTN-technisch gedöns? Oder hatte. Schnapsi, hallo. Es ist doch noch viel zu wenig da. Wieso ist voll? Ah, dann schließ mal ein Kabel. Entschuldigung, da fehlt ein Kabel. Weil es sind, wenn du auf den Strommasten guckst, es sind 149 da. Aber wir brauchen 150. Also, es fehlt eins. Mit grün bitte, nicht mit rot. Sonst ist die Schaltung kaputt da unten. Achso, weil nämlich die Tanks alle voll sind. Ja, aber irgendwie fehlt da trotzdem. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, diese 0,1. Und deswegen hast du jetzt diese 149 und nicht 150. Eigentlich sind sie voll, aber. Also, ein grünes Gäbelchen. Einfach den unteren Tank mit grün an einen den oberen Tanks anschließen. Und schon geht die Party los. Fette, fette Party. Ja, fast hat das. Jetzt hat das. Jetzt geht's los. Schön. Da kommen auch schon zwei Züge. Perfekt. 349 haben wir drin. Ja. Yay. Zwei Züge, das heißt, meine Anlage da oben sollte doch theoretisch jetzt dann auch. Ja, sehr schön. Das heißt, wir kriegen gleich den ersten Dünger raus, weil wir noch ein bisschen Reserve-Alien-Masse haben. Schön. Huch. Ach, das ist Natur. Macht keinen Blödsinn. Oh. Stumpfsinn. Schnapsi, wo hast du Platz für Bahnhof? Ich könnte natürlich neben. Ich könnte hier noch einen setzen für Flüssigkeiten. Wir könnten einfach den hier kopieren. Passt das hier? Mal den hier kopieren. Mal schauen. Ja doch, der passt da. Der passt da ja locker hin. Mach mal hier hin. So. Da. Passt. 1, 2, 3. Nur das da nicht und das da nicht. Und dann müssen wir jetzt schauen. Jetzt ist die Mitte voll und die anderen beiden sind noch lange nicht voll. Wo? Bei der Pumpenverteilung. Dürfte eigentlich nicht sein. Doch. Mehr Rohre nach links und rechts. Ja, weil das. Ja, richtig. Das ist halt das Problem. Es ist halt einfach zu lang der Weg. Warte, ich kann ja. Was machst du jetzt? Ja, bringt auch nichts. Willst du es von Manu? Komplett verbinde. Nein, das war ja der große Bug. Jetzt. Genau, das geht, naja. Also muss doch meine Smiley-Schaltung dahin, wa? Also mein Smiley-Tanklager. Aber jetzt, guck, jetzt hast du die gleichmäßige Befüllung. Das ist nur am Anfang so, wenn voll ist, pumpen die ja dauerhaft. Und weil der Weg in der Mitte am kürzesten ist, wird logischerweise die Tanks als erstes voll. Aber sobald du diesen Zustand erreicht hast, den wir jetzt haben, dass halt die Pumpen immer gleichzeitig angehen, so kriegst du dann so langsam
die gleichmäßige Befüllung. Weil links und rechts ist leer, Mitte drin, ah, okay. Das pendelt sich nach einer Zeit pendelt sich das ein. Wenn kontinuierlich immer so wenig kommt. Wenn natürlich irgendwann wieder ein Schwung kommt mit 30.000, dann schießt er natürlich wieder die Mitte voll. Aber das ist nicht tragisch. Das ist nicht tragisch. Okay, alles klar. Ach, gut, das will ich auch nicht. Ach, hier ist die Smiley-Schaltung. Ah, ja, das meine ich ja. Muss mal kurz gucken. Ist das wichtig, was da eingestellt ist, oder ist das egal? Du musst nur die Flüssigkeit ändern. Ah, die Flüssigkeit ändern. Okay, was wollte ich holen? Ich wollte Flüssiggas holen. Okay. Es ist quasi das Balancing zwischen den Tanks. Oh, da fehlen auch noch Berechnungen. Mir fehlen wieder Eiswürfel. Eiswürfel? Eiswürfel. Nein. Bitte, sag jetzt nicht das, was ich denke, Schnaps. Was denn? Warum Eiswürfel? Sind die in dem Glas drin? Ja. Ach, der schöne Whisky wird verdünnt mit Wasser. Ah. Ich trinke Cola-Whisky. Boah, das ist ja noch schlimmer. Es ist zwar ein Scotch, aber es ist der billige Scotch von Lidl. Da tut man doch nicht. Mit dem tut man das schon. Ja, den kauft man erst gar nicht. Habe ich geschenkt bekommen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Soll ich geschenkt werden lassen oder was? Nee, das nicht. Na siehste. Naja, was schlecht ist, kann ja nicht schlecht werden, ne? Also. Oh, Flüssiggas. Oh, die Tanks werden ja voll. Was ist denn jetzt kaputt hier? Kann ich ja gleich abzapfen hier. Schnell abzapfen, solange noch was da ist. Halt, Quatsch. Wir haben 3 Tanks, also gehen wir auch mit 3 Dingern raus. Ja. Das wird wieder richtig schön hier. Warte mal, warum gehen wir hier oben raus? Warum? Kann mir das mal einer erklären? Warum gehen wir nicht hier raus? Wir wollen doch eh nach da. Und uns gehen die Röhrchen aus. Das gefällt mir nicht. So, wie weit komme ich denn damit? Nicht sehr weit, okay. So, dann gehen wir da lang. Oh, ernsthaft, ich muss echt noch mal hier. Oh, ist mal richtig was los mit Schügen. Schön. Da. Da. Und da. Dann brauchen wir hier noch ein paar. So, ich weiß, ich könnte es auch da unten reinlegen, aber. Dann holen wir uns den Strom. Ich habe keine Strommasten mehr. So. Na komm her. Das reicht natürlich auch nicht. So, dann. Mal gucken. Das ist hier. Zack. Ah, jetzt weiß ich, was hier falsch ist. Jetzt weiß ich, warum das hier so ist. Ah, so. So sollte das sein. Ja, so ungefähr. Ah, jetzt ja eine Insel. Das ist halt echt doof, ne? Weil doch die Masten hier. So, dann da einen hin. Machen wir die Idylle von Schnaps hier ein bisschen kaputt. So. Ach, guck mal, kann man hier sogar anschließen. Wenn es geht. Come on. Oh. So. Kriegen wir zumindest mal hier. Wir kriegen ja alles voll hier. So, und jetzt ganz wichtig. Wir hätten erst die Schaltung hinsetzen sollen, weil hier brauchen natürlich auch wieder. Ah, ist schon passiert. Flüssiggrad kleiner. Wenn das größer ist wie 1000. Es kommt nicht auf 0. Ich glaube, ich werde zur Sicherheit lieber mal 2000 draufklatschen.
Ah, wobei die ziehen ungefähr 800, wenn man es sieht. Sobald sie bei 2000 sind, landen wir auf 1,2. Ja, ist egal. Passt. Das ist okay. So, dann kriegen wir hier unser Flüssiggas. Sehr schön. Theoretisch können wir hier warten. Müssen nur gucken, ob das hier auch alles angeschlossen ist jetzt. Das ist natürlich nicht Schmiermittel, sondern Flüssiggas ab. Ach, Schnapsi, echt jetzt? Was? Blödes Kackrohr hier. Heißt sogar meins. Ach, ist das schön. Also ich kann Rohre verlegen. Hast du mir noch sowas? Weil ich habe gerade nichts da und will auch nicht craften. Warte, ich schenke mal kurz in Ruhe ein. Ja, mach mal. Und was brauchst du denn? Nee, das war Forschung. Ich brauch 2 Untergrund und einen Non-Return Duct. 2-mal Untergrund und Non-Return Duct. Ja, warte mal eben. Wo steht denn das Dossi? Da oben steht das Dossi. Wo bist du denn da? Da bist du doch. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, ist ja gut, ist doch in Ordnung. Stress mal nicht so. Danke. Das hab ich immer dabei. Hast du immer dabei? So, 90.000 haben wir schon. Ja, reicht leider nicht. Da 3 Schleider hinten und vorne nicht. Oh Gott, die Zahl. Oh Gott. Achso, weil wir hier natürlich immer rauspumpen. Wir sollten. Das müssen wir dann auch so machen. Jetzt habe ich schon so viele Umwandlungsanlagen und trotzdem geht das Lager noch nicht mal an, weil es ansatzweise leer. Ja, weil die hier pumpen. Dadurch geht's. Und das ist halt der Hauptding. Die sind zwar hier mittendrin verbunden, aber es ist selten, dass diese Dinger hier pumpen. Das ist natürlich. Ha, das ist unschön an dem Lager. Theoretisch müssten wir aus dem rausziehen. Du kannst nur oben abnehmen. So ist das Lager eigentlich gedacht. Ja, kann ich. Ja, wo soll ich denn abnehmen? Ist ja schon abgenommen. Ja, ich weiß. Es ist. Wo nichts ist, ne? Ja, ich könnte natürlich. Doch, ich kann. Warte mal. Ich baue um. Ey. Sagt er, ich kann nicht. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So. Jetzt passt natürlich das wieder hinten und vorne nicht. Machen wir. Alle durcheinander hier. Mhm. So. So, Schnapsis Fabriken sind in der Forschung und laufen durch. So, wie kommen wir jetzt bei 2000? Kommen wir auf. Nicht auf 0. Das ist das Wichtige. Ja, wir kommen nicht auf 0. Jetzt pumpen alle 6 Pumpen gleichzeitig. Somit sind auch alle Anlagen in Schnapsis Land gleichmäßig versorgt. Und somit garantieren wir auch, dass da unten immer wieder was ankommt. Wir sind schon bei 104. Und ich guck mal, was los ist, weil die rechte Anlage hier. Mal gucken. Guck mal, hier fehlt noch ein Effektverteiler. Achso, hier fehlt ja generell noch was. Geplant sind da Speed-Module, oder? Schnapsi? Jawohl, ja. Jawohl, ja, sagt er da. Okay, gucken wir doch mal. Gibt es mittlerweile Speedies 2er? Ja, so ein bisschen, ne? Da meckert er, es gibt keine und hier sind über 1000 drin. Ich glaub's ja nicht. Wieder typisch Schnaps. Hat wieder keine Augen im Kopf. Aber da nehmen wir jetzt mal ein Warenhaus. So, spucke ich mich mal aus. So, halt, da wollte ich nicht hin, sondern dahin. Dann spucken wir das da wieder rein. Dann werden erstmal 5000 Module verarbeitet. Schön. Und in der Zeit würde ich sagen, während die Module laufen und sich verarbeiten lassen, machen wir hier wieder einen kleinen Cut. Und wie es weitergeht, das seht ihr einfach beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Dabeisein. Ach übrigens, ich erwähne es so selten, falls ihr auch mal dabei sein wollt, wenn es eine Live-Aufnahme gibt, einfach unten in der Videobeschreibung schauen. Da gibt es den Link zu Twitch. Ich würde mich freuen in diesem Sinne. Dankeschön nochmals fürs Dabeisein. Ciao, ciao. Yay!